Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit der neuen Bueno Creme aus dem Penny im Test. Und die gibt es sogar im kleinen Penny. Ich habe einen ganz, ganz kleinen Penny bei mir um die Ecke und da stand sie ganz normal bei den Brotaufstrichen. Sprich, scheint also schon im Standardsortiment angekommen zu sein und keine Aktion mehr. 2,69 Euro stand dran. Ich habe sie mitgenommen. Dafür gibt es 400 Gramm Bueno Creme. Kennen wir nur nicht als Bueno Creme. Diese Milch-Haselnuss-Cremes haben sich ja bisher nicht getraut, so direkt anzusprechen, in welche Richtung es geschmacklich so gehen soll. Wir denken natürlich anhand der Farbe und wenn wir Haselnuss-Milchcreme hören, immer direkt an Kinder Bueno. Und hier muss man gar nicht mehr so viel denken, weil hier Bueno Creme ist. Ist die Frage, geht das gut oder nicht? 3, 2, 1, Anzeige raus, Quatsch. Nein, ich denke, meine Bueno ist ja ein gängiger Begriff und Das wird schon alles so seine Richtigkeit haben. 2,69 Euro kostet die, ansonsten kennen wir in dem Bereich der Haselnuss-Milchcremes. Sehr beliebt Mövenpick, damals Chez Gourmet kenne ich noch, dann Gürsäumilch-Haselnuss-Creme und natürlich über allem Kikis Kitchen Hazel, die ihr auch im Kaufland bekommt. Das hier ist quasi eine günstige Variante für 2,69 Euro. Ich weiß zum Beispiel, dass in Kikis Haselnuss-Milchcreme 33% Haselnüsse drin sind. Hier sind 10% Haselnüsse drin. Ein bisschen weniger als in einem Kinder Bueno, wo 10,8% Haselnüsse drin sind. Inspiriert heute total vom Vergleich King. Kennt ihr wahrscheinlich auf Instagram, ne? Der hat nämlich auch so ein Bueno auseinandergenommen und das dann mal probiert. Und ich dachte mir, cool, warum nicht mal das? Ich habe eh gerade keine Toasties im Haus und dann probiere ich doch jetzt einfach mal gleich Kinder Bueno. Ich mache es auf und löffel aus dem Glas und löffel mir was aus dem Kinder Bueno raus und probiere die beiden parallel. So, ich habe ein einzelnes Bueno gekauft, das kostet 1,09 Euro. Gibt es natürlich auch in der 6er Verpackung, also 6 einzelne Bueno-Riegel für 2,79 Euro, also ein bisschen teurer. Aber die Menge 400 Gramm, wenn man das damit aufrechnen würde, wäre man wahrscheinlich bei einem Betrag, den man gar nicht so nachrechnen kann. So, jetzt geht es aber erstmal in die Großaufnahme. Ich mache hier die Creme erstmal auf. Ihr seht, ist noch alles versiegelt und dann sehen wir uns vom ganz Nahen. Keine Panik, nur die Creme. Die Bueno Creme aus dem Penny neben dem Original Bueno jetzt auf beiden Löffeln serviert. Links könnt ihr schon sehen, diese Bueno Creme vom Penny ist definitiv fester. Rechts die klassische Creme aus dem Kinder Bueno, hier von mir rausgelöffelt auf dem Löffel. Und dass sie cremiger ist, wahrscheinlich ist da auch ein bisschen mehr fettanteilig drin und Co. Und deswegen ist sie wahrscheinlich auch cremiger. Mal schauen, wie die beiden jetzt hier im Vergleich so schmecken. Kleine Randnotiz, ist übrigens der gleiche Hersteller wie bei der Mövenpick-Creme, aber mit anderen Zutaten. Und es ist manchmal wirklich so. Nur weil es der gleiche Hersteller ist, müssen es nicht die gleichen Zutaten sein. Denn wenn es günstiger angeboten wird, muss man ein paar Zutaten gegen höherwertige Zutaten gegen andere Zutaten ersetzen. Hier ist zum Beispiel auch noch Palmfett drin. Das habe ich übrigens auch noch beim Vergleich King gehört und direkt mal aufgenommen und gespeichert. So, wie geht's denn jetzt weiter? Ich mach weiter mit der Penny-Creme und danach die Bueno-Creme. Ich habe das Gefühl, wenn man zuerst das Original isst und dann die Nachmache, dann verliert die Nachmache immer so ein bisschen, weil man so auf diesen Geschmack schon getrimmt ist. Und ja, deswegen fange ich jetzt mal mit der Bueno-Creme an hier. Echt sehr fest. Mir wäre das dadurch ein bisschen zu pappig. Aber vom Geschmack her mag ich diese Süße, die durch diese Milchcreme oder was auch immer da alles noch drin ist, durchkommt. Fest und süß. Und auch wirklich mit so einer leichten Bueno-Note, wie man es kennt. So. Der zweite Löffel, ihr Lieben. Oh Mann. Wow. Krass. Alter Falter. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen, aber es schmeckt viel haselnussiger. Viel, obwohl der eigentlich in der Haselnusscreme von Penny. Da sind doch hier
Ach nee, die hat nur 10%. Die 0,8%, die im Bueno drin sind, werden wohl nicht den Haselnussgeschmack hier so rausbomben. Ferrero oder Co. hat wahrscheinlich einfach die besseren Geschmacksmöglichkeiten irgendwie reinzubringen. Also im direkten Vergleich lust die aber ganz schön ab bei meinen Geschmacksknospen. Aber die sind vielleicht auch schon ferrerorisiert. Ja, weil ich so ein großer Kinder- und Ferrero-Fan bin, muss ich sagen. Wobei die Kikis Hazel Cream ist auch sehr geil und ich mag auch Mövenpick ganz gerne. Penny, ja, hat ein Produkt geschaffen, was echt günstig ist und dementsprechend für Preis-Leistung finde ich es echt in Ordnung. Aber geschmacklich würde ich sagen, Haselnusscreme ist für mich kein Grundnahrungsmittel. Ich zahle lieber einen Euro mehr und habe dann wirklich den kompletten Geschmack, weil es auch mein Motto so ist. Wenn es Junkfood ist, wenn es schon nicht gesund ist, dann will ich wenigstens kompromisslos geilen Geschmack und dafür gebe ich dann auch einen Euro mehr aus. In Zukunft wird die Bueno Creme aus dem Penny bei mir leider im Penny liegen bleiben, aber wenn es nicht anders geht und man möchte so eine Creme haben und ist gerade in der Phase, wo man auch auf einen Euro achten muss, ist es vollkommen ein geiler Ersatz, eine geile Alternative. Ja, die Bueno Creme auf einer Skala von 1 bis 10, 6,5 Punkte gibt es da von mir aus dem Penny. Original hat mir wirklich einfach haselnussiger und besser geschmeckt. So, hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!